Eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch ist jene von Meusburger. Das Wolfurter Unternehmen beliefert weltweit mehr als 14.000 Kunden aus Werkzeugbau und Industrie mit genormten Stahlplatten. Der Umsatz steigt jährlich um rund 15%. Wesentlich für das starke Wachstum ist die Dokumentation des Wissens. Und darüber hat Firmenchef Guntram Meusburger jetzt ein Buch veröffentlicht. Meusburger baut keine eigenen Werkzeuge, sondern konzentriert sich auf standardisierte Stahlformen für den Werkzeug- und Maschinenbau. Diese Geschäftsidee von Georg Meusburger war die Initialzündung für das rasante Wachstum des Unternehmens. Sein zweites Erfolgsrezept ist das sogenannte Wissensmanagement. Dabei wird das Prinzip der Vereinheitlichung vom Produkt auf das Wissen im Unternehmen übertragen. Unser Wissensmanagement, das hat eigentlich auch mein Vater begonnen vor 20 Jahren. Er hat im Prinzip durch das, dass er sehr stark aus der Werkstatt kommt, hat er die sämtlichen Notizen eingesammelt und sie im Computer erfassen lassen von seiner Assistentin damals. Und hat diese Dokumente dann den Leuten wieder zurück zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind 3.500 Wissensdokumente über eine zentrale Datenbank im Intranet für alle Mitarbeiter zeitlich und örtlich unbegrenzt verfügbar. Darin sind beispielsweise Anleitungen, Arbeitsabläufe, Checklisten, Präsentationen, Schulungsunterlagen und vieles mehr dokumentiert. Das Wissen jedes Einzelnen ist so für alle zugänglich. Was heute selbstverständlich ist, erforderte anfangs eine Veränderung der Unternehmenskultur. Das Wissensmanagement war meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Es war allerdings eine große Umstellung für die Mitarbeiter, weil diese Dokumentation war für alle Leute Neuland. Und es war ziemlich mühsam, das durchzusetzen. Heute ist es so, dass jeder an diesem Wissensmanagement freiwillig weiterarbeitet und verbessert. Guntram Meusburger will seine Erfahrungen auch anderen Unternehmern und Führungskräften weitergeben. Deshalb hat er das Buch Wissensmanagement für Entscheider veröffentlicht, in dem er seine Methode anschaulich erklärt. Natürlich braucht eine Firma ein gutes Produkt und gute Leute, gute Produktion und guter Verkauf. Aber wenn ein Unternehmen oder eine Organisation im Hintergrund über explizite Wissensdokumente gut organisiert ist, dann läuft so einiges runder und konfliktfreier. Heuer erwartet Meusburger einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Bis 2020 sollen 300 Millionen erwirtschaftet werden. Durch dieses Wachstum kommen ständig neue Mitarbeiter dazu, die vom Zugang zum geteilten Wissen profitieren.